Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 Blood and Wine mit Paxis. Wir gehen jetzt zum nächsten Fragezeichen. Wir müssen dann gleich über eine Brücke über Wasser. Über ein Flussdelta. Oh, süß. Und nochmal. Hier können wir sogar die Brücke nutzen. Da sind wir auch schon da. Guten Morgen, noch nicht mal um 8. Verlassener Ort? Ach nee, Quatsch, das war dieser zerstörte Hof, alles klar. Da ist, denke ich, jetzt mal dieser andere Werber. Wir haben wahrscheinlich gerade die Frau, ja doch, verlassene Städte. Wir haben wahrscheinlich gerade die Frau umgebracht und jetzt bringen wir bestimmt den Mann um. Passt mal auf. Ja, wusste ich's doch. Ach, das ist traurig. Das ist irgendwie tragisch, oder? Die haben vorher hier gelebt, haben niemandem was getan und haben ihre Verwandlung im Griff gehabt. Und weil dann dieses Grundstück übernommen wurde von irgendjemandem anderes, mussten sie umziehen und das hat dazu geführt, dass sie halt einfach Stress hatten und nicht mehr im Griff hatten und jetzt haben sie Menschen umgebracht, das muss ich umbringen. Das ist halt echt schade. Aber was soll's. So ist das halt, ne? Andere Kampf gegen die Frau erschien mir irgendwie schwieriger zu sein als der. Hat mich kein einziges Mal getroffen, nice. Trotzdem traurig, auch wenn jetzt alle wiederkommen. Oh, wie die Zeit vergeht. Mal gucken, ob wieder irgendwo dieser merkwürdige Leichenwagen steht. Wo noch irgendeine Schrift zu lesen ist. Oh. Oh! Ist es endlich vorbei? Danke, Hexer! Räumungsbefehl. An Hubert und Giselle Durett. Durch den vor kurzem erfolgten Kauf des Basanhofs informiere ich Gräfin Tiphaine Baudet de Sacour hiermit Herrn und Frau Hubert und Giselle Durett, die derzeit besagten Hof bewohnen, dass sie verpflichtet sind, das Gelände innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt dieser Nachricht zu räumen. Sollte dies nicht geschehen, wird die Angelegenheit an die entsprechenden Vollzugsbehörden weitergeleitet. Dies ist eine rechtlich bindende Nachricht und wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung des Basanhofs ausgestellt, vom Gemeinderat Beauclair angefertigt. Mit freundlichen Grüßen, bla bla bla. Ja, traurig, tragisch, auf jeden Fall. Aber was soll ich machen? Ich denke, reden war da schon zu spät. Wir sind einfach zu spät gekommen. Wir hätten halt deutlich eher hier sein müssen. Hätten wir das vielleicht noch klären können. Und ich sehe auch gerade den Leichenwagen nicht, deswegen egal. Es mag das so aussehen, doch Dusar lebt nicht allein vom Weinhandel. Auch wertvolle Baumaterialien und große Mengen Schurwolle werden exportiert. Auf den Kleewiesen von Mount Crane weiden die verschiedensten Schafrassen, darunter die berühmten Merinos von Toussaint, deren Fliese für aberwitzige Summen verkauft werden. Basan ist eins der Güter, die sich auf die Haltung dieser bemerkenswerten Tiere spezialisiert haben. So, dann jetzt hierhin. Sonst war ja immer dieser Leichenwagen da und es gab ein paar Leute, die geheult haben. Oh, es ist irgendwie alles weg. Ah, wo bist du denn? Komm schon, Plätze. Komm schon, schnell. Wir haben doch keine Zeit. Ah, jetzt muss ich einfach, ich will einfach in der Folge alle Fragezeichen klären. Bums aus Nikolaus. Egal wie lange die Folge jetzt geht. Weil danach mache ich erstmal wieder Schluss für heute mit der Aufnahme und das will ich jetzt geklärt haben. Irgendetwas stimmt nicht. Was denn, wieder ein verfluchtes Wein. Oh, das sieht nach Geister oder sowas aus. Bewachter Schatz. Frau mit Caption. Aha. Lasst mich. Wirkt fast ein bisschen wie Yennefer. Lasst mich. Da liegt eine Leiche. Ritter Christoph Dugaris Tagebuch. Schema, bla bla bla. Meine geliebte Sophie hat einen anderen. Ich werde mir nicht das Hemd aufreißen, die Götter nicht verfluchen und keine Rache schwören. Meine Sophie ist voller Lebensenergie. Es war unvermeidlich, dass sie irgendwann überquillt und sich in andere Kanäle ergießt. Nun ist es an mir, diese Kanäle abzudichten, meinen Rivalen zu bezwingen und zu hoffen, dass meine Mauern ausreichen, um ihre Vitalität gerecht zu werden und uns ein gemeinsames Leben im Überfluss zu ermöglichen. Ich habe ihr bereits vergeben. Jetzt muss ich nur noch ihren Liebhaber finden und aus unserem Leben entfernen. Gestern bin ich Sophie gefolgt. Sie hat
Sie haben ihre Stelldicheins im Olivenhain, wie romantisch. Sie haben ihre Stelldicheins im Olivenhain, wie romantisch. Als sie sich trafen, flogen Vögel über den Hain. Ein ganzer Schwarm mit reichlich Gezwitscher. Wie zur Feier der Liebenden und zu meiner Verhöhnung. Diese Symbolik. Ich sehe, wie diese Romanze meine liebste Frau auslaugt. Seit sie sich mit diesem, ihrem Liebhaber trifft, wird sie ständig blasser. Nachts schleicht sie ziellos und wie blind durchs Haus. Sie war so lebendig und strahlend. Nun ist sie kraftlos, apathisch und resigniert. Ich muss allen Mut zusammennehmen und dieses Verhältnis beenden. Ich, Christoph Dugari, verachte Gewalt. Ich werde diese Angelegenheit pragmatisch lösen. Schon steht ein Sack nilfgaardischer Floren bereit, so schwer, dass ich ihn kaum heben kann. Ich warte, bis meine Sophie vom Treffen zurückkehrt, dann schnappe ich ihn mir und mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Heiliger Majoran, gib mir Kraft. Das war's? Oh Gott. Ich bin wirklich erschrocken. Ich bin wirklich erschrocken dieses Mal. Die Bruxas sind auf jeden Fall faszinierend. Warum kriege ich den nicht kaputt? Komm mal her. Komm schon, komm her. Komm her. Oh Mann, das lass dich doch mal umbringen. Oh, was für ein anstrengender Kampf, ey. Alter, das sind die Mächtige, ey. Das ist unglaublich. So, mir stellt sich jetzt die Frage, war die ganze Zeit die Bruxa und der Typ hat es nicht gemerkt, aber warum ist denn er dann jetzt tot? Ich verstehe das nicht. Also die Lore, die Geschichte hier verstehe ich gerade, also die kann ich gerade nicht so ganz nachvollziehen. Warum stand die denn hier trauernd? Jetzt ist alles wieder hell und toll, schön. Es ist gerade übertrieben hell und toll. Habe ich Katze genommen? Habe ich Katze genommen? Nee, warum ist es denn jetzt so übertrieben hell? Ist das ein Fehler oder ist es gewollt oder Liebesbrief? Na, vielleicht klärt der jetzt ja auf, was hier los ist. Allerliebstes Mädchen, ich kann es kaum erwarten, bis wir uns wiedersehen. Meine Nächte sind rastlos, mein Kopf ist voller Gedanken an dich und nur dich. Wenn mir jemand von einigen Monaten gesagt hätte, dass mich je eine solch brennende Leidenschaft mit einer anderen Frau verbinden würde, hätte ich dieser Person ins Gesicht gelacht. Aber jetzt habe ich nur noch den Wunsch, dir nahe zu sein. Christoph ahnt wohl langsam etwas, aber ich hoffe, dass ich seine Ängste beschwichtigen kann. Ich möchte ihn möglichst nicht verletzen. Er ist ein guter Mann, warmherzig und ehrlich, aber das Feuer, das einst zwischen uns gebrannt hat, ist erloschen. Ich weiß, dass du das verstehst und ich freue mich, ehrlich zu dir sein zu können. Bis wir uns wiedersehen, das kann nicht bald genug sein. Und bitte pass auf dich ein, Ximena. Deine dich unendlich liebende Seraphine. Oh, eine lesbische Vereinigung also. Okay, jetzt verstehe ich's. Das hier ist eigentlich die Frau. Die Seraphine ist die Frau von dem Mann gewesen. Der wusste aber nicht, dass die eine andere Frau trifft. Und die andere Frau war eine Bruxa. Und ich glaube, diese Bruxa, die können halt
normal denken. Also die können halt wahrscheinlich vielleicht auch sowas wie Liebe empfinden. Und ich denke, er hat eine echte Liebesbeziehung mit der Frau. Und als der Mann dann zu der Bruxa gegangen ist, um ihr zu sagen, dass sie weggehen soll, er wusste ja nicht, dass es ein Vampir ist, sondern er hat gedacht, es war eine normale Frau dann, wollte er ihr Geld bezahlen, aber die Bruxa wollte halt einfach nur die Liebe der anderen Frau haben, Geld ist der scheißegal, deswegen hat sie den Keller gebracht. Aber da müsste doch eigentlich die Seraphine noch da sein. Und warum trauert sie denn dann hier um den Typ? Nee, ich verstehe es trotzdem nicht so ganz. Also ihr könnt mich gerne aufklären, wenn ihr es kapiert, aber so ganz verstehe ich es nicht, weil hier war jetzt nur eine Frau, aber es muss ja noch die andere Frau geben. Und die Bruxa war meiner Meinung nach die Frau, war meiner Meinung nach die Liebhaberin. Also die das Techtelmechtel hatte mit jemandem, der schon vergeben ist. Und die vergebene Frau, die eigentlich zu ihm gehört, die müsste ja noch existieren. Also hätte die Bruxa doch gar nicht hier rumstehen müssen und heulen, wenn die andere Frau noch da ist. Das verstehe ich nicht. Sehr komisch. Egal, weiter geht's. Ich gucke erstmal kurz hier hoch. Bei der Ruine. Also ja doch, also das die Geschichte, da komme ich gerade nicht ganz drauf klar. Vielleicht ist es auch ein kleiner Fehler, ich weiß es nicht. So, was haben wir hier? Auf jeden Fall eine Statue. Oh, und ein Ausrufezeichen, interessant. Das haben wir lange nicht mehr gehabt, so eine Quest. Dann wird es wohl wieder nichts mit allen Fragezeichen in der Folge. Bitte, lass mich in Frieden. Warum muss ich dein Opfer sein? Warum willst du mich quälen? Fort mit dir, böser Geist. Was quält dich denn? Vergib mir, aber ich muss es fragen. Bist du ein Mensch? Ich traue meinen Sinn nicht mehr. Ist man als Hexer kein Mensch, oder? Nicht ganz. Ich bin ein Hexer. Es gibt viele, die meinen, dass Hexer nicht als Menschen durchgehen. Einige kenne ich persönlich. Ein Hexer? Ach nein, du kannst mir auch nicht helfen. Abwarten. Sag erstmal, worin das Problem besteht. Ich werde von einem Dämon oder Geist geplagt. Nie lässt er mich in Ruhe. Es ist grauenvoll. Er will etwas, das merke ich, aber ich weiß nicht, was es ist. Er ist jeden Tag da. Taucht auf und verschwindet wieder. Auch jetzt. Dort, hinter den Bäumen. Erfolg freigeschaltet. Ich sehe nichts. Natürlich nicht. Er ist unsichtbar. Aber du siehst ihn? Nur wenn ich den Trank trinke. Ich kriege Kopfschmerzen davon und mir wird schlecht. Aber das ertrage ich, um meinen Quälgeist im Auge zu behalten. Dieser Dämon. Kannst du ihn mal beschreiben? Er ist ein riesiges Pferd. Sein Hufschlag donnert durch die Dunkelheit. Er kommt herangaloppiert, bleibt stehen und starrt mich an. Dann sprengt er weg. Und du bist sicher, dass es nicht irgendein Wildpferd ist? Diese Kreatur ist nicht von dieser Welt. Wenn sie mich ansieht, gefriert mir das Blut in den Adern. Sie ist das Böse selbst. Die Augen schwarz und leer. Jedes Mal, wenn sie kommt, packt mich solcher Schrecken, dass mir Atem und Herzschlag stocken. Woraus besteht denn dein Trank? Er ruft ja erstaunlich starke Visionen hervor. Hast du Pilze reingetan? Engelstrompeten? Schlotterwammen? So ähnlich. Gewöhnlichen Grauhut. Du kennst dich aus. Grauhut? Die Varietät ist doch ausgestorben, wenn ich mich recht entsinne. Fast, aber nicht ganz. Ich konnte einige Exemplare aus getrockneten Sporen ziehen. Ich hoffte, damit den Albtraum enthüllen zu können. Da habe ich mich nicht geirrt. Soweit ich weiß, hat Grauhut starke Nebenwirkungen. Aber er kann wirklich das Verborgene, das Immaterielle enthüllen. Ja, ich kann das Böse sehen.
Das ist besser, als zu wissen, dass es da ist, aber nicht zu wissen, wo. Reden wir über meine Bezahlung. Hör auf, Halluzinogene zu nehmen, dann löse ich das Problem von selbst. Also, du bist überzeugt, dass da draußen irgendwas ist. Mal sehen, was ich tun kann. Ich sehe mich erstmal um. Das machen wir natürlich. Das Pferdephantom. Es erinnert mich ja an diesen Geist, den wir aus diesem blöden Baum in Witcher 1 befreit haben. Da ist auch als schwarzes Pferd weggeritten. Kunde die Gegend mit Hilfe deiner Hexersinne. Ist ja auch eine Höhle. Hilfe, Hilfe. Ich schätze mal, ich muss einfach in die Höhle rein, oder? Wahrscheinlich brauchen wir die Kartoffeln für irgendwann. Was willst du von mir? Später, oder? Also anders kann ich mir es gerade nicht erklären, dass das rot markiert ist. Klauen wir gerade von der Frau die Kartoffeln, oh mein Gott! Aber ich glaube, wir müssen das machen. Aber anscheinend ist das, was wir untersuchen sollen, nicht drin. Na gut, dann gehen wir wieder raus. Fackel weg. Hup, da ist was. Da ist auch was. Tote Motten. Manche Geister ziehen Motten an wie Laternen. Offenbar ist was dran an dem, was die Einsiedlerin sagt. Oh, die Katze mag uns nicht. Manifest des Geißlers. Söhne und Töchter von Majoran, das Ende ist nah. Bessert euch und glaubt an das gute Buch. Denn unser Prophet hat geschrieben, es wird hin und wieder empfohlen, die Lust des Fleißes und die Bequemlichkeit zu meiden und das Glück des Nächsten über seine eigene Bequemlichkeit zu stellen. Deshalb peitschten wir die Geißler des achten Tages uns selbst und geißeln unser Fleisch, damit alle auf Erden ein langes und glückliches Leben führen können. Wenn alles Böse, Krank und alle Verfehlungen, die in den dunklen Ecken dieser Welt lauern, überleben, liegt es nicht daran, dass wir unseren Rücken nicht ausreichend ausgepeitscht hätten. Ja, die hatte auch so eine Selbstgeißelungspeitsche umhängen, die Frau. Gewöhnlicher Grau. Starkes Halluzinogen, offiziell ausgestorben. Sowas sieht man nicht oft. Blutstropfen auf dem Kissen. Sie führen zum Fenster. Die Fensterläden sind verriegelt. Ich muss nachsehen, ob die Spur auf der anderen Seite weitergeht. Tu das. Na dann. Die Blutspur beginnt auf dem Kissen und endet hier. Das Medaillon vibriert immer noch. Es hat dich angesehen. Dann ist es in den Wald galoppiert. Irgendwas trinkt nachts das Blut der Einsiedlerin. Das ist eindeutig. Ich muss mit ihr reden. Vielleicht kann sie mir noch was sagen. Hexe. Ich habe gehört, dass Geißler sich peitschen, um für die Sünden der Menschheit zu büßen, die Götter gnädig zu stimmen und Vergebung zu erlangen. Ist das bei dir auch so? Jeder hat seine eigenen Gründe. Ich büße für die Leiden eines Wesens, das einst der Eitelkeit eines anderen zum Opfer fiel. Ich mag Menschen nicht. Ziehe die Gesellschaft von Tieren vor. Geil. Hast du Kräuter zu verkaufen? Ach, das wollte ich gar nicht drücken. Ich wollte das mit den Kräutern nehmen, weil es gar nicht passt gerade so. Was hast du zu verkaufen? Ich würde gern mal schauen. So Suria jetzt in der Situation nach Kräutern zu fragen. Ich will auch gar nichts haben. Es sieht so aus, als würde dich eine Erscheinung plagen. Ich weiß nicht, was für eine. Hast du dich in letzter Zeit schwach und ausgelaugt gefühlt? Und hattest du Bissspuren? Ich fühle mich von Tag zu Tag schwächer. Bisse? Ja, sicher. Läuse und Mücken gibt es hier genug. Ich rede nicht von Läusen.
Irgendwas Großes trinkt dein Blut, wenn du schläfst. Aber ich schlafe nicht, überhaupt nicht. Er ist immer da und beobachtet mich ständig. Ich halte das nicht mehr aus. Leider kann ich nicht viel machen. Wenn ich es nicht sehe, kann ich es nicht bekämpfen. Ich kann dir einen Aufguss aus dem Grauhut machen. Zwei Pilze habe ich noch, das reicht für eine Dosis. Vielleicht siehst du dann, was ich sehe. Dieser Pilz würde sogar bei mir ein paar üble, schwer vorhersehbare Nebenwirkungen haben. Stimmt, man kann nicht wissen, wie Grauhut auf mutierte Körper wirkt. Das war's, oder was? Egal, machen wir trotzdem. Dieser Pilz würde sogar bei... Das finden wir wohl nur raus, wenn wir es ausprobieren. Gut. Wird Zeit, dass ich es versuche. Wenn ich irgendwas von Einhörnern und Zauberinnen rede, hör einfach nicht hin. Ich sehe keine Erscheinung. Donnerwetter! Dieser Klee ist umwerfend! Oh, was für ein Aroma! Wer spricht da? Oh, du bist wach! Ich habe mir schon Sorgen gemacht, du warst lange weg. Wollte dir schon weißen Honig geben? Ist nur ein bisschen schwierig mit Hufen. Plötze? Ich wusste, dass Plötze verzauberter Magier ist! Ich habe es gewusst, verdammt nochmal! Ich wusste es. Egal, ich mache jetzt hier einen Cut und nehme einfach noch eine Folge auf, auch wenn ich das eigentlich nicht wollte, aber es ist einfach gerade zu spannend. Ich muss noch eine Folge aufnehmen. Also dann, bis morgen. Oder nicht bis morgen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.